So, ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar aus der Reihe Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ, Rendering einer Einführung in AutoCAD. Mein Name ist Carsten Sänger, ich bin Produkt-Support-Spezialist bei Autodesk und dort hauptsächlich für die Produktpalette der Infrastrukturreihe wie Civil 3D, InfraWorks, Map 3D, aber auch Recap und Memento zuständig. Wenn Sie schon Supportfragen in dem Bereich gestellt haben, kann es sein, dass wir schon mal miteinander zu tun hatten. Bei mir sitzt heute Bernd Gerstenberger. Er ist auch Produkt-Support-Specialist bei Autodesk, hauptsächlich für Plant 3D und AutoCAD, aber auch Recap zuständig. Und er wird versuchen, Ihre Fragen während des Webinars direkt zu beantworten. Ansonsten beantworten wir sie am Ende des Webinars. Bevor wir beginnen, noch einige allgemeine Informationen. Diejenigen unter Ihnen, die schon öfter dabei waren, kennen diese Slides, aber wir möchten sie trotzdem immer wieder wiederholen. Zögern Sie nicht, Fragen im Chatfenster zu stellen und wir werden diese nach Möglichkeit direkt beantworten. Und es gibt eine zusätzliche Fragen- und Antworteneinheit im Anschluss an diese Präsentation. Die Präsentation wird aufgezeichnet, Sie können sie also jederzeit nachträglich im Internet ansehen und herunterladen. Ebenso ist die PowerPoint als Download verfügbar. Der Download-Link ist autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch. Beachten Sie bitte auch, bevor wir beginnen, unsere Webseite zu den Autodesk Help Webinars. Dort finden Sie eine Liste aller Produkte oder von Autodesk, die zu denen Webinars angeboten werden und wurden. Wenn Sie regelmäßig wiederkommen, erfahren Sie die Termine und Themen der künftigen Webinare, aber auch Aufzeichnungen früher Webinare. Sie können dort ein Feedback hinterlassen, entweder zum aktuellen Webinar oder sogar Ideen und Vorschläge zu zukünftigen Webinaren geben. Was wir hier sehr gerne sehen, sind Vorschläge zum Beispiel für Themen, die Sie besonders interessieren. Sie können auch Feedback hinterlassen über ein E-Mail an autodesk.help.webinars@autodesk.com. Bitte mit dem Betreff erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ. Da ist sonst nicht, das E-Mail sonst nicht an die richtigen Personen weitergeleitet wird oder nur verzögert weitergeleitet wird. Bevor wir beginnen, habe ich erst einmal zum heutigen Webinar einige Fragen an Sie und würde Sie bitten, die entsprechenden oder zutreffenden Antworten auszuwählen. So, meine erste Frage wäre, Moment, ich starte das. Hoppala, wo sind meine Fragen geblieben? Ah, hier. Ist das Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Ich sehe schon, es sind 3/4 der Teilnehmenden sind nicht das erste Mal dabei. Wir haben ungefähr 15% der Teilnehmer, die das erste Mal dabei sind. Meine zweite Frage wäre, mit welcher AutoCAD-Version arbeiten Sie? Ist das AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Architecture, MEP oder Mechanical oder Plant 3D oder aus dem Infrastrukturbereich Map 3D, Civil 3D oder gänzlich andere? Gut. Ich warte noch ein bisschen, bis alle Umfrageergebnisse eingetroffen sind. Wir haben 50% der Teilnehmer arbeiten mit AutoCAD LT. Jetzt sind es 40 und jeweils 30% arbeiten mit AutoCAD oder AutoCAD Architecture MEP Mechanical. Meine dritte Frage. Haben Sie schon mal Werkzeuge zum 3D-Modellieren und Rendern verwendet?
Ja, in AutoCAD, ja, in einem anderen Programm oder nein, komplett. Ich sehe, dass ungefähr 60% noch nie gerendert haben. Dann hoffe ich, dass wir heute neue Informationen und ja, einen schönen Überblick gegeben können über das 3D-Rendern. Und noch eine letzte Frage bevor wir starten, dann haben wir die Frage- und Antwortstunde hinter uns. Von meiner Seite, haben Sie schon mal in der Cloud gerendert? Okay, wir haben 70% Nein und jeweils 15% Ja in AutoCAD oder in anderen Autodesk-Programmen. So, das soll es erstmal gewesen sein für meine Fragen an Sie. Und dann gebe ich Ihnen noch die Information, dass wir unter AutoCAD Exchange erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ einen YouTube-Channel eingerichtet haben, auf dem Sie alle deutschsprachigen Webinare nachträglich ansehen und laden können. Hier eine Liste der schon abgehaltenen Webinare. Die ersten sechs sind schon herausgefallen, weil die nicht mehr auf die Seite passen. Aber es sind insgesamt 17 Webinare bisher. Noch ein kleiner Hinweis zu unserer Autodesk Knowledge Network. Das ist eine Wissensdatenbank von Autodesk, in der alle bekannten Probleme aufgelistet sind oder erfasst sind und Lösungsvorschläge von Support-Mitarbeitern gestellt werden. Es lohnt sich immer eine Suche auf der Knowledge Network, wenn man mit einem Programmproblem zu kämpfen hat. Und noch zwei Links als Schnellzugriff für Hotfixes, Service Packs und Downloads für AutoCAD und AutoCAD LT. So. Starten wir unser heutiges Thema. Auf der Agenda stehen die Werkzeuge unter dem Visualisieren-Thema in der Multifunktionsleiste. Was für Paletten und Menüs haben wir? Ich werde da von links nach rechts durchgehen und Ihnen die Funktionen und möglichst auch Hintergründe erklären, was diese Funktionen auslösen. Das Vorbereiten des Modells als zweites, Materialien zuweisen. Wie setze ich Lichter? Wie speichere ich eine Ansicht? Gerade beim Rendern möchte man immer bestimmte Perspektiven und Ansichten eines Objekts speichern, damit man es wieder öffnen kann oder wieder zurückkehren kann zu dieser Ansicht und mit anderen Renderparametern vielleicht noch einmal rendern. Am Schluss rendern wir ein Bild oder mehrere Varianten eines Bildes und schauen uns an, was zum Hintergrund, Beleuchtung und den Voreinstellungen zu sagen ist. Sehen wir, wie es geht. Ich habe Ihnen diese Szene vorbereitet. Alle Zeichnungen können Sie im Internet nachträglich herunterladen und auch die Texturen, die ich verwende, damit Sie später selber noch einmal spielen können und ausprobieren können, wenn Sie das möchten. Wir haben hier eine einfache Szene, die wurde erstellt in einem anderen Webinar zur 3D-Modellierung, was bei uns erst zu einem späteren Zeitpunkt folgt. Deswegen ist diese Szene im Grunde vorgegriffen. Aber sie zeigt im Grunde genommen einen einfachen Tisch mit einem Extra-Objekt, diesem AutoCAD, des AutoCAD-Logos als Extra-Objekt in dem Tisch drin. Und mehr sehen wir dort jetzt erstmal nicht. Sehen wir uns die Multifunktionsleiste an. Visualisieren in der Multifunktionsleiste eben. Wir haben hier auf der linken Seite starten wir mit dem Ansichtsmanager, den sollten Sie eigentlich kennen, da dieser Ansichtsmanager im Grunde genommen in den meisten Ribbons vorhanden sind und Sie auch hier in dem Ansichtsmenü immer eine Kurzform der aktuellen Ansichten haben.
Sie können mit dem Ansichtsmanager, es sind, ich öffne den einfach mal, voreingestellte Ansichten ansehen, editieren, sich neue Ansichten erstellen oder und für jede Ansicht zum Beispiel Brennweite, Blickwinkel einstellen oder soll es perspektivisch oder eine Parallelprojektion sein auf Ihr Objekt. Der Kamerastandpunkt und der Kamerazielpunkt sowie Winkel und Höhe und so weiter werden dort definiert. Sobald Sie eine Ansicht eingestellt haben, könnten Sie diese Ansicht eben speichern. Und wenn ich hier eine neue Ansicht einstelle, mit einem Ansichtnamen vergeben, und dann wäre diese Ansicht auch in dieser Liste mit drin. Die Koordinaten lassen wir heute aus. Hier geht es um Benutzerkoordinatensystem und Weltkoordinatensysteme. Das ist nicht Thema dieses Webinars. Als nächstes kommen wir zum Modellansichtsfenster der Konfiguration. Das sollten Sie auch kennen. Wir können hier das Ansichtsfenster oder das, was wir am Bildschirm sehen, teilen, hier mehrere Ansichten einstellen und für jedes Ansichtsfenster quasi eine eigene Ansicht wählen. Seit Version 2015 können Sie diese Ansichtsfenster auch hier interaktiv verschieben und neu ausrichten, vergrößern, verkleinern oder sogar verschmelzen zu einer. Und wenn ich das hier rüberziehe, dann wird das wieder zu einem einzigen Ansichtsfenster. Als nächstes kommen in der Multifunktionsleiste die visuellen Stile dran. Hier haben wir auch wieder entweder über diesen Bereich der Multifunktionsleiste den Zugang oder eben die Abkürzung über diesen Shortcut hier auf der linken oberen Seite. Wenn wir den Manager für die visuellen Stile öffnen, sehen wir die voreingestellten Stile. Mit einem rechten Mausklick können wir diese zum Beispiel kopieren, um sie für unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen und mit einem neuen Namen zu versehen. Wir können auch die Größe dieser Thumbnails verändern, falls wir wenig erkennen können. Für unser Webinar werde ich den visuellen Stil auf realistisch schalten, damit wir eine ungefähre Voransicht unserer Stile hier in diesem Ansichtsfenster haben. Wo ist das Realistische hier? Sie können für diese Stile hier unten, ich mache das einfach mal hier, einen neuen visuellen Stil erstellen, kann einen Namen vergeben und eine Beschreibung. Und jetzt kann ich für diese visuellen Stile mir aussuchen, was ich für Beleuchtung haben möchte, wie soll der Hintergrund dargestellt werden, soll er ein- oder ausgeschaltet werden, wie sollen die Kanten dargestellt werden, mit Facetten, mit Isolinien und so weiter. Am besten ist, wenn man sich da mal eine Ansicht erstellt und anhand eines Objekts einfach ausprobiert, wie schaut denn das Ergebnis aus, wenn ich diese Ansicht so einstelle. Noch ein kleiner Hinweis, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Wenn man vom Rendern spricht, dann ist das im Grunde genommen, sind das zwei verschiedene Dinge. Alles, was wir hier im Ansichtsfenster haben, ist im Grunde genommen auch ein gerendertes Bild. Ich spreche da immer vom Echtzeitrendern. Wenn man in dem Zusammenhang mit irgendeinem Techniker spricht, dann kann das auch sein, dass er von der Render Engine spricht, die dann eben für diese Echtzeitansicht verantwortlich ist. Und wenn man ein einzelnes Bild rechnet, dann ist das eine andere Render Engine, die angesprochen wird. Und die ist dann auch für eben einzelne Bilder oder Filme zuständig und kann nicht für das Ansichtsfenster verwendet werden. Es ist klar, wenn ich je mehr Details und Oberflächen und Materialien ich mir im Ansichtsfenster in dieser Echtzeit-Render Engine anzeigen lassen möchte, desto mehr Rechenpower und desto brauche ich und desto mehr Leistung an die Grafikkarte gibt. Deswegen ist das immer, was man hier sieht, weniger als man beim Rendern sieht.
Und man muss natürlich anhand seiner Hardware sehen und ausprobieren, was schafft meine Grafikkarte noch darzustellen, wo kann ich noch flüssig arbeiten und wo geht es nicht mehr. Der nächste Punkt in unserer Multifunktionsleiste sind die Lichter. Ich kann hier in der Szene Lichtquellen erstellen und habe die Auswahl zwischen einem Punkt, einem Spot, einem Entfernungslicht und einem Netzlicht. Ein Punktlicht ist im Grunde genommen, wie das kleine Bildschirm zeigt, ein Licht, was ausgehend von einem einzelnen Punkt und in alle Richtungen gleichzeitig strahlt. Ein Spotlicht geht auch von einem Punkt aus, aber strahlt gebündeltes Licht wie eine Taschenlampe auf ein Objekt oder in eine Richtung. Das Entfernungslicht ist kein Licht, was von einem Punkt ausgeht, sondern quasi sind parallele Lichtstrahlen, die quasi aus der Unendlichkeit kommen. Und gerade Lichtstrahlen sind. Ein Spotlicht kann einen Kegel werfen, ein Entfernungslicht wirft keinen Kegel zum Beispiel. Ein Netzlicht ist eigentlich vergleichbar mit einem Objekt, was selbst leuchtet, wie ein Netz. Ich kann einstellen, ob ich in meiner Ansichtsdarstellung Schatten sehen möchte oder nur Schatten auf der Grundebene oder eben vollständige Schatten. Das heißt, Objekte werfen Schatten auf Objekte, die wiederum Schatten zurückwerfen. Das ist natürlich dann auch von der Rechenleistung her die aufwendigste. Wir lassen das jetzt mal auf keine Schatten. Und ich kann hier wenn ich das unten aufklicke, die Lichter, kann ich mir eine Vorgabebeleuchtung einstellen. Die Belichtung selber steuert quasi, wie dunkel die Szene ist. Wenn mir die Szene zu dunkel ist, dann schiebe ich es einfach rüber und schon wird die ganze Szene etwas heller. Es ist quasi die Lichtstärke, die ausgesendet wird als Vorgabe. Weißabgleich soll es ein warmes Licht werden, ein kaltes Licht. Da muss man selber ausprobieren, oder vielleicht hat man Vorgaben, welche Glühbirnen sozusagen verwendet werden, wenn man zum Beispiel Gebäude im Innern berechnet oder rendert. Ich kann hier auch die internationalen Beleuchtungseinheiten umstellen zwischen allgemeine Beleuchtungseinheiten, amerikanische Beleuchtungseinheiten und internationale Beleuchtungseinheiten. Als nächstes könnten wir noch einen Sonnenstand berechnen. Wenn wir das einstellen, werden die Lichter, die Lichtquellen ausgeschaltet und ich kann den Sonnenstand anhand entweder einer Datei, lege ich eine Position aus der Datei fest, oder anhand der Karte festlegen. Wenn ich dieses hier öffne, dann werde ich mit dem Online-Dienst von AutoCAD verbunden, was wiederum zu den Bing Live Maps Daten verbindet. Und ich kann mir einen Standpunkt aus der Karte aussuchen, wo ich mich befinde. Wenn ich dort jetzt zum Beispiel München eingebe und mir hier meine Markierung ersetze, dann wird mir die ganze Szene, ich muss natürlich auch noch mein Koordinatensystem setzen, wird mir die Beleuchtung und die ganze Szene geografisch an diese Position geschoben. Das macht jetzt in meinem Sinn oder in meiner Beispielzeichnung keinen Sinn, weil wenn ich jetzt hier Gauss-Krüger oder ETS 89 einstelle, dann werden Koordinaten im Bereich 500.000 und noch irgendwas anderes, also in seinem sehr hohen Koordinatenbereich erwartet. Ich befinde mich hier irgendwo am Nullpunkt, das heißt, es würde in meinem Fall eine Karte geladen werden, die irgendwo am Äquator auf dem Nullmeridian liegt. Also nahe des Nullpunktes. Die Materialien sehen wir jetzt hier nicht. Gibt es einen kleinen Trick. Mein Bildschirm ist zu klein. Wenn ich den Bildschirm etwas größer mache, dann dürften mir die Materialien angezeigt werden. Na, das mag er jetzt gar nicht. Das mag er jetzt gar nicht. Dann mache ich es einfach so. Wir haben hier den Materialienbrowser, den wir öffnen können, um Materialien zu erstellen und zu verwalten. Es ist im Grunde genommen eine Bibliothek,
die entweder voreingestellte Materialien enthält, also die Autodesk-Bibliothek. Da finden wir alles Mögliche vom Beton über Boden, Dachabdeckungen in verschiedenen Farben und Materialien, Metall, Aluminium und so weiter und so fort. Und dort können oder bedienen wir uns entweder der voreingestellten Materialien. Wir können auch eigene Materialien definieren. Wenn ich zum Beispiel hier einen drücke, dann komme ich zum Materialien-Editor und kann hier mir zuerst einmal eine Voreinsicht, wie quasi dieses Material voreingestellt angezeigt werden soll. Werde ich das Material eher auf eine Ebene anwenden, zum Beispiel Wände oder Decken, dann würde ich mir jetzt zum Beispiel eine Ebene als Voreinsicht anwählen. Einfach um eine ungefähre Vorschau des Bildes oder des Materials später zu haben. Ich lasse das hier bei Objekt. Ich kann mir jetzt aussuchen, soll das Material aus einem Bild bestehen. Also ich projiziere ein Bild auf dieses Material, was dann später angewendet wird. Ich kann hier ein Fading, also einen Übergang einstellen, den Glanzpunkte setzen auf metallisch oder nicht metallisch. Ich kann, wenn ich die Informationen habe, sagen, hat es eine Reflexion indirekt, direkt, hat es eine Transparenz, ist es nur ein Ausschnitt von einem Bild, kann ich hier definieren. Ist es selbst, hat, also leuchtet es, ist es selbst illuminierend und in welcher Farbe und welche Temperatur? Hat es ein Relief? Hier kann ich auch ein Bild, eine sogenannte Bumpmap auswählen. Bumpmap ist meistens oder bedient sich der Hell-Dunkel-Informationen. Es besteht meistens aus einem Bitmap oder einem Graustufenbild und mit Hilfe dieses Bildes werden quasi Oberflächen generiert, die jetzt nicht glatt sind, sondern eine Struktur aufweisen. Man könnte so zum Beispiel ein Aluminium-Riffelblech darstellen, indem man eine glatte Aluminiumfläche nimmt, in Grau, mit dem Material Aluminium und eine Bumpmap darüber legt, die dann eben diese Erhöhungen dieses Riffels oder der Riffel simuliert. Ich kann das ganze Material auch abtönen in einer bestimmten Farbe und mit einer bestimmten Intensität. Aber so tief möchte ich in die Erstellung der Materialien gar nicht hineingehen. Das ist eigentlich genug Material für ein eigenes Webinar. Wir bedienen uns daher der vordefinierten Materialien für unsere Szene. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier bei den Materialien noch etwas vergessen habe. Ah ja, ich kann für meinen Ansichtsfenster sagen, ich möchte Materialien und Texturen sehen und angezeigt bekommen. Dies wiederum, wenn ich eine sehr große Szene habe, ein ganzes Haus mit zig Materialien und Texturen, würde natürlich dementsprechend auch mein Rechner verlangsamen. Da muss ich natürlich aufpassen. Hier sehe ich noch in der Voreinstellung, wie das Material auf eine Oberfläche projiziert werden soll. Also wir kennen alle das Beispiel von der Erdkugel, oder von einer Karte, die verzerrt wird, wenn man sie auf eine Kugel oder auf die Erdkugel anwendet. Deswegen gibt es Koordinatensysteme. Und dementsprechend gibt es auch Verzerrungen. Und je nachdem, was ich für ein Objekt habe, ist es mehr ein planes Objekt oder leicht gekrümmt, ist es zylindrisch oder ganz kugelförmig, werden verschiedene Algorithmen verwendet, um diese Texturen oder auch meistens sind es ja Bildtexturen vernünftig auf die Flächen zu projizieren, ohne dass es große Verzerrungen gibt. Verzerrungen gibt es immer, aber man kann sie gering halten. Thema Kamera lassen wir hier aus. Man kann auch einen Kamerapfad und eine Animation erstellen. Das würde jetzt hier den Rahmen auch sprengen. Zu den Rendereinstellungen und Rendern in der Cloud werde ich jetzt kommen mit unserem Live-Demo. Dazu habe ich jetzt erstmal, möchte ich mir, oder ich zeige Ihnen am besten, wo wir hinwollen. Ich habe Ihnen einige Bilder vorbereitet. Ich hoffe, Sie können sie sehen. Und das sind zum Beispiel Bilder dieses Tisches, die im Vorhinein gerendert wurden mit verschiedenen Einstellungen und mit Materialien.
Und ungefähr nur um Ihnen die Unterschiede zu zeigen, das hier wurde quasi mit einem schnellen Algorithmus, dazu sage ich später auch noch etwas, gerechnet. Man sieht hier, dass dass die eigentlich glatten Flächen ein ziemliches Rauschen beinhalten und das Bild eigentlich nicht scharf ist. Hier haben wir mit mehr Licht, mit weniger Licht. Hier haben wir eine Reflexion und eine Spiegelung im Boden. Das ist ein gerichtetes Punktlicht. Hier auch nochmal wie ein Scheinwerfer. Ich gehe da jetzt mal schnell durch, weil sonst rennt uns noch die Zeit davon. Wir schauen nach, werfen nachher auch nochmal einen Blick auf diese Bilder. So, wir haben gesehen, in unserem Beispiel wurden auch Wände dargestellt. Deswegen mache ich hier schnell eine Wand mit Befehl Plan. Nein, wie heißt da? Plankörper wollte ich ein. Polykörper, Entschuldigung. Polykörper. Mit dem Befehl können wir ganz schnell eine Wand erstellen mit der Breite 0,1 und mit der Höhe 2,5. So, jetzt da reingehen, haben wir unsere Wand für unseren Raum oder für unseren simulierten Raum. Wir könnten jetzt hier noch das Fenster hereinschneiden. Ich werde jetzt erstmal mit einer Planfläche den Boden generieren, indem ich einfach hier ansnappe und hier ansnappe. Jetzt haben wir den Boden und können im Grunde genommen dieses Bild texturieren oder mit Materialien versehen. Dazu öffne ich mir den Materialeditor und wähle mir im Grunde genommen, überlege ich mir vorher, welche Farben und Materialien sollen meine Szene haben und suche mir diese aus diesem Editor heraus. Ich kann da oben auch eine Suche oder einen Filter eingeben, wenn ich zum Beispiel jetzt schreibe Kirsch, wird mir alles gefiltert, was irgendwo das Wort Kirsch beinhaltet. Das ist in diesem Fall haben wir Holzboden und allgemein Holz im Kirschbaum Material. Und um das Material zuzuweisen, ziehe ich es einfach per Drag and Drop auf das entsprechende Objekt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, ich habe hunderte Objekte und möchte dasselbe Material zuweisen. Was mache ich da am besten? Ich kann ja nicht 100 Mal das auf die Objekte draufziehen. Ein einfacher Trick ist der, dass ich mir die Materialien auswähle. Normalerweise hat man da, liegen die alle auf einem bestimmten Layer oder so, dass man sie quasi leichter auswählen kann, haben einen Namen, dass ich sie mir aus der Szene alle mit Namen oder Layer so und so auswähle. Hier mache ich das interaktiv. Die 6 Objekte kann ich auch schnell so auswählen. Und wenn ich mir jetzt die Objekteigenschaften anzeigen lasse, Kurzform davon ist Steuerung und 1 oder rechte Maustaste und Eigenschaften, sehe ich bei 3D-Visualisierung ein variiert. Das heißt, meine Objekte, die ich ausgewählt habe, haben verschiedene Materialien und kann mir, nachdem ich es einmal zugewiesen habe, dieses Material was schon in dieser Szene vorhanden ist, aus der Liste heraussuchen und alle meine aktivierten Objekte bekommen dieses Material. So, jetzt haben wir den Tisch materialisiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Er hat quasi das Material Kirschbaum. Und wenn man reinzoomt, sieht man auch, dass diese Vorschau der Materialien, upsala, wo war das? Jetzt habe ich fast vergessen, wo das ist. Wo ich den, genau, hier. Dass das greift. Dass ich mir die Materialien in der Szene anschauen kann. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, weiß ich nicht mehr, wo das war.
Aber machen wir einfach weiter. Es wird uns bestimmt noch begegnen im Laufe des Webinars. Ich werde jetzt diesen AutoCAD-Objekt da oben, dieses AutoCAD-Zeichen, würde ich gerne ein Glasmaterial zuweisen, entweder direkt über die Liste. Ich gehe dazu, nehme ich mir das grüne Material und sehe, das wird schon durchsichtig. Und anschließend brauchen wir noch ein Material für den Boden. Dann suche ich mir aus der Liste ein Marmormaterial, Marmor, so, und schon haben wir ein dunkelorange Quadrate und für die Wand nehmen wir das hier, ein Aquamarin. Wunderbar. Wenn wir soweit sind, könnten wir schon einfach einmal ein Test-Renderbild rendern. Ich drücke einfach hier auf den Teekessel. Auf Englisch hat sich der Begriff traditionell als Teapot-Render eingebürgert. Und wenn ich da reingehe, sehe ich, dass mir die Szene gerendert wird. Ich sehe auch, es wird hier ein indirektes Licht verwendet, also kein Punktlicht oder Sonnenlicht, das ist das voreingestellte Licht. Und ich sehe, dass hier fünf, mach mal das ganze Bild auf, das ganze Renderfenster, es wurden fünf Ebenen gerechnet. Ebene heißt in dem Sinn, es gibt immer mehrere Durchgänge und pro Durchgang wird das Renderergebnis immer mehr verfeinert und genauer gemacht. Dazu komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte jetzt hier noch kurz eine Lichtquelle setzen, ein Punktlicht. Dazu gehe ich einfach, wähle ich mir das Punktlicht aus, sage, gebe die Position an und kann dann für dieses Punktlicht noch einige Eigenschaften ändern. Status, Photometrie, Lichtabnahme und so weiter. Aber die Voreingabe Einstellungen sind mir hier genügend und das Punktlicht schiebe ich jetzt ungefähr an die rechte obere Ecke. So. Und wenn ich jetzt nochmal render, sehe ich diese extremen Schatten von diesem parallelen Licht sind weg. Es wird jetzt meine Lichtquelle verwendet, aber es sind quasi, die ganze Szene ist noch etwas dunkel und das heißt, ich müsste mir im Grunde genommen die Lichtquelle etwas stärker einstellen. Das machen wir jetzt gleich. Ich möchte jetzt das Renderfenster erstmal im Groben erklären, weil wir wollen ja nicht dabei bleiben, einfach nur auf diesen Knopf zu drücken und sagen, das war das Rendern, sondern wir können noch erst einmal die Rendergröße einstellen, je nach Ausgabeformat. Was soll später mit diesem Bild passieren? Soll es ausgedruckt werden auf A3? Soll es geplottet werden auf 1 Meter mal 1,50 Meter? Dementsprechend sollten wir uns auch die Ausgabegröße bzw. die Pixel einstellen. Zum Beispiel haben wir hier auch die Voreinstellungen 5 Meter mal 3 Meter, also 5,1 mal 3,3 Meter mit 300 dpi, was wahrscheinlich sogar für kleine Hauswände ausreichen sollte. Diesen kann ich mir auch einstellen, selber erstellen, nach meinen Bedürfnissen, meine Breite in Höhe in Pixeln oder Zentimeter oder Zoll angeben, und die entsprechende Auflösung. Ich kann auch wählen, ob ich das gerenderte Bild automatisch speichern möchte, falls ich aus Versehen oder falls ich vermeide oder um zu vermeiden, dass ich es aus Versehen schließe und das Renderergebnis nicht gespeichert habe. Wir haben außerdem einen Schnellvorauswahl oder Standardauswahl für das Renderergebnis oder die Renderqualität. Die ersten drei, niedrig, mittel, hoch, gehen aus von den Ebenen. Hier wird, wenn ich draufbleibe, sehen Sie das, hier wird eine Renderebene gemacht. Das ist also sehr wichtig, wenn ich eine ganz schnelle Vorschau sehen möchte, wie es ungefähr ausschaut, nehme ich mir die niedrige Qualität, geht auch am schnellsten. Bei Mittel werden fünf Renderebenen gerechnet und bei Hoch sind es 10 Renderebenen.
Die nächsten drei basieren nicht auf den Renderebenen, sondern auf der Zeit. Die wurden jetzt ab Version 2016 hinzugefügt. Die deutsche Übersetzung gefällt mir weniger. Die englische fände ich einleuchtender. Die Morgenqualität, wenn mir jemand was sagen würde, würde ich nicht viel damit anfangen können. In Englisch heißt das Coffee Break. Das heißt, im Grunde genommen, jetzt wird hier so lang wie eine Kaffeepause gerendert. Das sind 10 Minuten. Das heißt, das Bild wird 10 Minuten genau gerendert und was bis dahin an Qualität da ist, wird auch angezeigt. Mittagsqualität heißt Lunchtime-Render und das sind 60 Minuten, da steht es ja. Und die Nachtqualität sind 12 Stunden. Das heißt, ich schmeiße den Rechner am Abend an und nach 12 Stunden genau hört er auf zu rendern. Und das Ergebnis, was nach 12 Stunden erreicht ist, ist dann mein Hauptergebnis. Die Rendervoreinstellungen kann ich mir hier in diesem Menü auch selber definieren. Ich kann sagen, möchte ich das ganze Fenster rendern oder möchte ich ein bestimmtes Ansichtsfenster rendern oder nur eine Region? Dann ziehe ich mir einen Rahmen im Bild. Ich möchte nur die linke Tischhälfte, dann ziehe ich mir hier den Rahmen drüber rendern. Der Name gebe ich an. Ich kann meine persönlichen Rendereinstellungen natürlich auch speichern und die Beschreibung ist selber zu wählen. Hier haben wir dann für unsere benutzerdefinierten Einstellungen entweder rendern bis zum Umfallen. Wenn ich nie zufrieden bin, dann werde ich auch nie fertig. Oder rendern nach Ebenen. So und so viele Ebenen stelle ich hier ein. Mit dem Slider kann ich das hin und her schieben. Ah, ich glaube, ja, braucht eine Weile. Oder ich sage, ich habe jetzt gerade 15 Minuten, bin ich nicht da. Er soll mal 15 Minuten mein Ergebnis rendern. In dieser Zeit diese 15 Minuten kann natürlich der Rechner so weit ausgelastet sein, dass man nicht mehr damit arbeiten kann. Die Genauigkeit habe ich auch wieder eine Kurzbeschreibung, was heißt niedrig, mittel oder Entwurf und hoch. Und mit dem hoch werden vor allem weiche Schatten und Reflexionen perfektioniert. Hier haben wir die Ansichtsfenster. Dieses Menü hier ist im Grunde der Renderfortschritt. Der obere Balken ist die Ebene oder der Durchlauf und der untere ist die Gesamtzeit, wie lang es dauert. Wir haben außerdem noch einzustellen die Möglichkeit, die Umgebung. Das heißt, ich kann mir Lichter und Bilder aus der Umgebung mitrendern lassen, die eigentlich gar nicht in der Szene vorhanden sind. Das heißt, ich gebe hier, sage, ich stelle diesen Schieber auf ein und habe dann eine Vorauswahl bildbasierter Beleuchtung. Gipskrater, trockenes Seebett, Platz, Schneefeld, Dorf. Das sind alles Bitmaps, also Bilder, die sowohl ein Bild am Hintergrund haben, als auch das Licht dazu. Das müsste man selber ausprobieren, ob das passt mit diesen Bildern. Es ist einfach nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Außenansicht von einem Haus render, dann wird das, kann man sich so vorstellen, es wird um die Szene ein imaginärer Zylinder gesetzt und das Bild quasi im 360 Grad von innen auf diesen Zylinder gerendert. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild, meine Architekturhaus anschaue, sehe ich im Hintergrund das Bild. Die unteren Auswahlfenster beinhalten quasi nur die Lichtquellen der Bilder. Und wenn ich diese einstelle, zum Beispiel scharfe Glanzlichter, IBL heißt das Image-Based Lighting Bild. Oder ich wähle mir meinen eigenen Hintergrund. Ich habe einen Hintergrund von einer schönen Seenlandschaft oder sowas, kann ich hier aussuchen und dazu sagen, ich möchte aber die Belichtung mit scharfen Glanzlichtern haben. Die Drehung des Bildes ist im Grunde genommen, wenn ich
die Nullrichtung oder den Nullpunkt auf dem Zylinder. Wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Richtung schaue und ich sehe auf meinem Hintergrund einen Berg, aber der soll jetzt ein bisschen rechts oder links verschoben sein, dann muss ich dann, das ist, als wenn ich diesen Zylinder drehe um mein Modell herum. Und hier haben wir die Belichtungseinstellung generell. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo ich vorhin war. Mir ist meine Szene oder mein Glühlampe macht es mir zu dunkel. Also kann ich hier sagen, ich gebe dem Licht mehr Kraft. Und jetzt dürfte das Ganze auch heller gerechnet sein. Jetzt ist natürlich gerade ziemlich überbelichtet. Generell kann man sagen, die ganzen Rendereinstellungen sind intuitiv und man kommt zu einem Ergebnis durch Ausprobieren. Und je mehr man ausprobiert hat während des Rendern und während oder je mehr man gerendert hat und ausprobiert hat, desto mehr entwickelt man ein Gefühl dafür, welche Einstellungen ich wo verändern kann, um ein gewünschtes Ergebnis zu bekommen. Sprich Weißabgleich etwas höher, die Belichtung etwas niedriger, etwas mehr und so weiter. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, oder dass ich erstmal mit niedriger Qualität schnell render und nicht gleich immer stundenlang render, um das Ergebnis mir zu sagen, oh, das ist mir jetzt aber überbelichtet. Da muss man dann austesten. Jetzt werde ich hier mal etwas näher rangehen und das rendern. Und man sieht es hier, pro Ebene wird das Ergebnis etwas rauschärmer und etwas besser. Ich zeige Ihnen nochmal meine Beispielbilder. Also hier hatte ich jetzt zum Beispiel hatte ich ein schöneres Bild, ein Fenster in der Wand drin. Und wenn ich als Hintergrundbild hier sind wir richtig, als Hintergrundbild hier das Bild einstelle, da wären zum Beispiel, zeige Ihnen das auch schnell. In diesem Bild ist zum Beispiel das Hintergrundbild dieses eingestellt. Und dann sieht man das in dem Fenster eben den Ausschnitt dazu. Andere Hintergrundbilder, die noch möglich werden oder die ich hier für dieses Webinar noch bereitstelle, sind hier gesetzt. Und das könnte man dann auch locker austauschen. So, kommen wir zum Thema Cloud-Rendern. Cloud-Rendern übergibt im Grunde genommen, hat einige Vorteile. Es übergibt im Grunde genommen die ganzen Rendereinstellungen und die Szene in die Cloud. Und während das Bild rendert, können Sie normal weiterarbeiten. Also Sie brauchen jetzt nicht eine Kaffeepause machen, um auf das Ergebnis zu warten, sondern die Kaffeepause ist gestrichen und Sie können weiterarbeiten. Das Ganze läuft im Grunde genommen wie das AutoCAD 360 Laufwerk mit Renderfunktion. Also wenn ich das jetzt hier in der Cloud render, läuft das so ab, dass ich die Datei erst speichern muss. Und dann sage ich, welche Modellansichten gerendert werden soll und ob ich eine Nachricht per E-Mail erhalten möchte, sobald das Renderergebnis fertig ist. Ich muss dafür eingeloggt sein im A360-Account. Hier oben sehen Sie meinen Namen. Und die Verbindung wird jetzt hergestellt zum Online-Rendern, beziehungsweise die Datei wird hochgeladen mit den Rendereinstellungen und ich kann mir die ganze Datei anzeigen lassen. Auf dem A360-Account, der heißt rendering360.autodesk.com, sehe ich meine gerenderten Bilder in einer Liste und kann diese
Das funktioniert jetzt, wie ich sagte, schon mit diesem A360-Account. Sie können sich die Voreinstellungen anzeigen lassen, wie das Bild gerendert wurde, was das für ein Bild ist, wie lange es gerendert hat, die Dateigröße. Und Sie können das Bild herunterladen, löschen, die Belichtung anpassen und das Bild mit anderen A360-Teilnehmern teilen, es woanders hinschicken und auch freigeben in der Liste. Sie können, wenn Sie den A3 ein Panorama erstellen und ansonsten noch ein paar Einstellungen machen. Wieder Thema für ein eigenes Webinar. Der einzige Nachteil, oder es ist eigentlich logisch, Cloud Rendering kostet Cloud Credits. Aber je nachdem, eine Vorschau kann man immer rendern, kostet nichts. Wenn es ein hochaufgelöstes Bild ist, dann sind das ein paar Cloud Credits, die Sie pro Bild dafür ausgeben müssten. Genau. Was wollte ich jetzt noch erwähnen? Wir können jetzt hier dieses Bild nochmal mit anderen Rendereinstellungen rechnen. Nehmen wir an, wir möchten jetzt hier mal ein. Hoppala, das sollte nicht passieren. Okay. Wenn Ihnen das passiert, schicken Sie bitte immer ein CER, ein Customer Error Report mit Ihrer E-Mail-Adresse an Autodesk. Das geht dann in ein automatisches System und dient unseren Experten bei der Fehlersuche. So, eigentlich will ich jetzt hier mein AutoCAD nochmal starten. Wo haben wir es? Genau. Ich mache mal mit der PowerPoint weiter, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für unsere Fragen. Also, wir haben noch weitere Quellen, möchte ich Ihnen noch mitgeben, hatte ich schon vorher erwähnt. Autodesk Knowledge Network Community. Hier ein Link zu den Online-Hilfen von AutoCAD und zum Thema Rendern, was sehr hilfreich ist, wenn man wissen möchte, wie denn das Prinzip hinter bestimmten Dingen funktioniert oder wie ich denn aktuell überhaupt, was ich einstellen muss. Also wir haben das Thema Rendern, den Rendering Workflow, das Steuern der Rendering-Umgebung, so richten Sie eine Ansicht im aktuellen Ansichtsfenster oder Renderfenster aus oder ein. Speichern der gerenderten Bilder, Online-Rendern haben wir auch in der Hilfe drin und Rendering in A360. Und natürlich die häufig gestellten Fragen zum Rendern in Autodesk 360. Ein Hinweis auf unsere Autodesk University-Seiten. Dort sehen Sie ja immer die Vorträge der Autodesk University-Vorträge abgespeichert. Und das ist auch immer eine schöne Quelle, um sich einen Vortrag zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel AutoCAD 3D Design from Concept to Completion, anzusehen und ja, zu verinnerlichen. Jetzt haben wir noch etwas Zeit für unsere Fragen und Antworten. Ich schaue gerade, ob wir Fragen haben heute. Kannst du das mal größer ziehen, das Fenster? Einfach, genau. Ah ja, wir haben keine Frage, wir haben eher einen Vorschlag zu einem Webinar, zu einem zukünftigen. Ich werde das aufschreiben und wir werden das diskutieren, ob das möglich ist, das in einem zukünftigen Webinar zu behandeln. Der Vorschlag war, komplexe PAD-Texturen, also Pattern-Texturen, Muster und Schraffuren selbst erstellen. Wir hatten sowas ja schon für unsere Line-Type oder Liniendarstellung. Das wäre eigentlich äquivalent für die Schraffurdarstellung. Wäre bestimmt machbar.
Unsere kommenden Veranstaltungen sind am 10. September. Hier haben wir eine Änderung in unserer Organisation. Wir werden bis auf Weiteres das Webinar nur noch vierwöchentlich anbieten, aus organisatorischen Gründen. Der nächste Webinar am 10. September heißt Notruf 110, reparieren, wiederherstellen und zurücksetzen. Wir dachten uns, das ist ein ganz informatives Webinar, weil wir ja auch hier in unserem Produktsupport immer wieder Supportanfragen gerade für kaputte Dateien haben und mit der Frage, kann man die Datei wieder reparieren? Danach, denn das übernächste Webinar wird quasi 4 Wochen später stattfinden, am 8. Oktober. Es wird quasi das Webinar sein, was eigentlich vor diesem hier stattfinden sollte: Einführung in 3D-Modelling in AutoCAD und AutoCAD LT. Besuchen Sie die Seite autodesk.com, Help Webinars, um sich zu registrieren. Feedback, Fragen und Antworten haben Sie einen Link dazu. Und diese Links erhalten Sie später ebenfalls per Mail. Das war's mit unserem Webinar zum Thema Rendern. Wir haben jetzt noch knapp 9 Minuten. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch ein paar Beispiele rendern sollten oder ob das reicht. Mir fällt ein, ich habe noch eine Frage an Sie. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas gelernt? Ich warte noch ein bisschen auf mehr Feedback. Gut. Ich sehe, die meisten haben etwas gelernt heute und das freut mich. Es ist ja eigentlich Ziel dieser Webinarreihe, Ihnen etwas Neues mitzuteilen. Und dann freue ich mich auf das nächste Webinar am 8., nein, am 10. September und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen und Wiederhören.